Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Smash Bros. Brawl. Herzlich willkommen. Ja, wie ihr wisst, habe ich das letzte Wochenende leider nicht hochladen können. Erst wieder seit Montag. Montag und Dienstag gab es eine Aufnahme, habe ich auch gleich hochgeladen. Ich war nämlich letztes Wochenende in der Südsteiermark. Und da hatte ich nur sehr schlechtes Internet und da hätte es viel zu lange gedauert, bis der Part hochgeladen wäre. Und nachdem ich nicht allzu viel Zeit hatte, um Aufnahmen zu machen und natürlich auch das Spiel brauchte von der Wii und die Wii selbst ja nicht mit hatte, konnte ich natürlich keine Aufnahme machen. Und ja, jetzt starten wir direkt gleich mal mit Super Smash Bros. Brawl mit der nächsten Welt. Ja. Und da hat es gleich Zelda erwischt von Bowser und ein Klon Bowser. Interessant. Yoshi und Link. Und die böse Zelda. Die böse Prinzessin Zelda, die Klonprinzessin. Möchte sie attackieren? Wird aber von Pit aufgehalten. Na, wie toll. Ja, da ist sie ja böse. Mario und Pit kämpfen gegen Klonprinzessin Zelda. Wir nehmen als erstes den Pit. Der kommt mir wesentlich besser vor als Mario. Mario, weiß nicht, Mario ist irgendwie nicht so der Bringer. Alter, komm mal her hier. So. Scheiße, ich wollte auf sie werfen. Ei, ei, komm her. Ah, bleib stehen. Komm runter. Ja. Ja, nicht. Was hat gesessen hier jetzt? Komm her. Na endlich. So, Klonprinzessin Zelda wäre erledigt. Ja, und Link? Was macht Link? Sieht Pit und Mario. Nein, nicht doch. Immer noch nichts Böses getan. Mensch, 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 noch ein Kampf. Na gut, starten wir wieder mit Pit. Ja, Link glaubt natürlich, dass die beiden, also Pit und Mario, Prinzessin Zelda ermordet haben, obwohl es ja gar nicht stimmt. Sie haben nur den Klon zerstört. Die wahre Prinzessin ist in Gefahr. Und das weiß natürlich Link nicht. Deswegen nimmt er sich Yoshi auch als Partner. Oh nein. Scheiße, das war nicht gut. Komm her! Jawohl.
So, Link ist mal weg. Jawohl, und Yoshi ist auch tot. So, beide ausgeschalten. Link und Yoshi sind zerstört. Aber ja. Oh, König DDD. Sehr schön. Ja. Kirby. Juhu. Nicht schlecht. Yep. Nächstes 2. Upp. Ja, das sieht man mal. Link ist ein sehr guter Kämpfer. Hat man ja auch schon bei... Zelda Twilight Princess, Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask gesehen. Link ist an und für sich ein sehr guter Kämpfer. Und ja, Schütze kann man auch sagen, sehr gut. Hätte man eigentlich nicht gedacht, dass er hier den Wagen von König DDD so trifft, aber ja. Okay. Ich habe so das Gefühl, das mache ich immer wieder dasselbe. So. Hoppala. Da fliegt wohl die Plattform davon. So, was kommt hier auf uns zu? Na, da hat er das Herzmod begonnen. Yep. Ja, der macht auch gleich Herzmod. Die beiden auch gleich. Ja. Oh ne, ich hasse diese Schnetzel-Dinger. Alter, ich schwör's euch, die gehen mir so am Sack, diese scheiß Schnetzel-Dinger. Ja, haha, sehr gut. Jetzt komm mal her, du Wolke, du, ey. So, hoffentlich kommt nicht wieder so ein Schnitzelding. Ich mag das nämlich überhaupt nicht. Ah, Kugelwillis. Ehrlich. Oh, die Plattform wird ja immer kleiner. God. God damn it. Nein. Wow. Ah, jetzt schmeißt wieder mit euren Bomben rum. Aha. Habe ich was getroffen? Geil. So. Ja, da rein bitte. Entschuldigt auch, dass ich mich vielleicht etwas merkwürdig, dass ich etwas merkwürdig klinge. Das liegt daran, dass ich leider ein bisschen erkältet bin. Vielleicht hat mir die Kälte in der Südheimat nicht gut getan, wo ich immer warm angezogen war, aber ja, kann natürlich nicht warm genug angezogen sein. Oder es ist irgendwas passiert. So. Boah, scheiße. Ja, Link ist futsch, habe ich mir auch gedacht. Der hat es nicht mehr geschafft. Gut, es kommt Mario. Ach Gott, kommt schon. Ja. Verschwinde und küsse mit dem anderen. Nein! Shit! Ja, und da haben wir eine Überraschung leider liegen lassen. Ja, Gott sei Dank geht's hier jetzt wieder raus. Zum Glück. Hm. Ist ja nicht so gut gelaufen, die Runde. Und hier steht König DDDs Wagen. Gut. Fangen wir wieder mit Link an, dann geht's weiter mit Pit, Mario, Kirby diesmal und danach Yoshi. So,
Gut. Oh nee. Scheiß Viecher. Ja, leck mich am Säckel, ey. Was ist das doch mal sein? So. Futsch. Mhm. So, das war's dann. Du verschwinde jetzt. Gibt's ja nicht. Ja, sag mal, komm ich doch nicht hoch oder was? So, jetzt aber. Ah, Xena muss zu futtern hier. Für Link muss zu futtern. Was mich ja bei The Legend of Zelda Twilight Princess zum Beispiel wundert, dass Link überhaupt nichts futtert. Also wenn, dann vielleicht nur Milch trinkt oder so, aber futtern tut er überhaupt nichts. Also wie er da überleben kann. Gut, vielleicht futtert er heimlich, während ich die Pause mache. Also, keine Ahnung. Ja. Das ist auch gemein. So, wieder diese seltsamen... Ich mag die Viecher überhaupt nicht, diese komischen... Nee. So, achso, okay. Geil. Das war wohl nicht... Da geht's weiter. So, schon wieder diese scheiß Scheiders. Cool. Kommen wir auch gleich rein. So. Schauen wir mal, was da ist. Auch was Feines. Ja, das brauche ich auf jeden Fall. Was mich stört hier an Super Smash Bros. Brawl ist, dass leider die Herzen... Ja, sag mal. Dass die... Ach Gott, leck mich doch am Säckel, ey. Dass hier die Herzen leider nicht alle den ganzen Schaden... reparieren, sondern ich glaube nur 100% oder sowas. Daher ist es halt etwas blöd, dass hier jetzt 5% überbleiben. Aber gut, soll uns nicht stören. Wundert euch übrigens nicht, wenn ich hier die manche Geschenke nicht mehr hole. Manche habe ich eben schon beim ersten Mal durchspielen, wie ich es noch offline gezockt habe, mir geholt, und daher brauche ich das Ganze nicht doppelt oder doppelt einsammeln, weil es mir eh nichts mehr bringt. Nur beim ersten Mal. So, und dich habe ich nicht erwischt. Okay, deshalb auch immer. Deshalb auch immer man diese Viecher nicht mit der Medaille holen kann oder mit dieser goldenen Plattform, wie auch immer. So, und jetzt hier rein. So, und hier haben wir Sticker und eine Trophäe. So, Kirby steht ja ganz alleine vor einem Tor mit Totenkopf. Ja, Stage gemeistert, Flügel-Kirby als Statue, der Boss, MGS4,
Free, Snake Eater, Midnight, Wolfling, Zelda Twilight Princess und die Fee von Zelda Twilight Princess. Ja, 25 Münzen eingesammelt. Nicht schlecht. Uiuiui, der böse Gandalf. Weist ihm den Weg. Gandalfs Schergen. Ja. Ganon, oder Ganon, wie man ihn so schön nennt. Speichern wir gleich mal ab. Nein, nicht hier. Gottes Willen. So, hier speichern wir ab. So. Zurück zur Karte und wir nähern uns dem Ruinenpfad. Machen wir diese Map hier auch noch gleich. Ich hoffe, sie ist nicht allzu lang, weil der letzte Part ist ja recht lang gewesen. Ja, hier ist wieder der Top-Pokémon-Trainer und Lucas. Ja. Fangen wir doch mit dem Pokémon-Trainer an. Und danach geht's weiter mit Lucas. So, was erwartet uns hier Schönes? Panzorn. Was ist denn? So. Shiggy. Ja, ja, Shiggy ist der Name. Wir wissen es alle. Diese Marionetten erinnern mich irgendwie an die Marionetten aus Twilight Princess, wer sie kennt, in Lost Woods. Wenn das Horror Kid mit jemandem spielen mag, unter anderem mit Link, dann hättest du einen immer die Marionetten am Hals. Ja, diese Marionetten hier im Super Smash Bros. Brawl erinnern mich sehr an diese Marionetten in Twilight Princess. Na gut, ich möchte hier nicht spoilern oder sowas. Wir sind hier schließlich bei Super Smash Bros. Brawl. So. Was zu futtern für Shiggy. Der braucht natürlich seine Energien. Ja, also ich finde, diese Art von Waffe ist auf jeden Fall eine sehr gute Waffe. Mit der kann man diese Sonnenköpfe auf jeden Fall schneller erledigen als mit jeder anderen Waffe. So. Verschwindest da mal. Hör auf zu pusten. Pust mich ja noch vom Feld. So, eine CD haben wir gefunden. Einen wunderschönen Soundtrack von irgendeinem Spiel. Shiggy ist draußen. Jetzt kommt Lucas dran. Mit seinen unheimlichen Fähigkeiten. Und er geht Richtung Ende. Oder? Nein, es geht noch weiter. Ah ja, die Musik, die kennt jeder. Jeder, der Super Mario gespielt hat, oder jeder, der Super Mario Land auf dem Game Boy gezockt hat, wird sich an diese Melodie erinnern können. Ja, Super Mario Land. Ach Gott, immer springe ich daneben. Super Mario Land war eines der besten Spiele überhaupt. Ging allerdings sehr rasch zu Ende eigentlich. Also hatte nicht sonderbar viele, nicht
sonderlich viele Levels, aber ja. Okay, jetzt merke ich gerade, mit Internet hat sich von meinem Internetstick gelöst oder quasi getrennt. Was soll's. So, hier haben wir wieder ein Geschenk, was leider Lucas im Moment nicht aufnehmen kann, weil er hier gestört wird. Ja. Entweder hat Lucas jetzt diese... Ich erkenne das nicht. Entweder hat Lucas das Geschenk jetzt aufgenommen oder nicht. Ich möchte Zugang nochmal nachsehen. Aber nein. Egal, lassen wir das. Ja, sicher mit aufgenommen. Und wenn nicht, dann... habe ich ja eigentlich eh schon. Also es ist eh vollkommen egal. Okay, das dürfte eine Falle gewesen sein. Eine schöne Falle aber auch. Sag mal. Okay, was denn was? So. Hehe. Scheiße. Ja, da hat sich Lucas wohl verletzt. Scheiße, ich bin immer noch... Ich bin im Moment auf dem Trip von Lucius, dem Horror-Adventure gehen. Wird allerdings kein Let's Play davon geben, weil das Spiel leider nicht auf meinem Laptop läuft. Ich habe leider einen schlechten Laptop. Bin froh, dass ich wenigstens ein paar Spiele Let's Playen kann und nicht alle. Also wundert euch nicht, wieso keine neueren Let's Plays von mir erscheinen, also keine neuen Spiele Let's Played werden, weil, ja, mein Laptop packt es anhand der Grafikkarte nicht. Ist eine integrierte Grafikkarte und integrierte Grafikkarten sind meistens für Spiele sehr schlecht. Aber gut, das hätte mir früher einfallen sollen, noch bevor ich den Laptop gekauft habe. Aber gut, ich wollte ja unbedingt einen Arbeitslaptop haben, auf dem man nur arbeiten kann und nicht spielen. Na gut, wir nochmal frei. Vielleicht wird es irgendwann mal ein Let's Play von Lucius geben, wenn ich mal einen besseren Laptop habe, aber derzeit könnt ihr nicht damit rechnen. So, hätten wir das auch besprochen. So, und der lebt hier immer noch. Verschwinde nochmal. Danke. Oh ja, die E-Mail und die ist cool. Ja, und das hebt sich in die Lüfte. Kann wieder nur hoffen, dass man nicht gerade hier runterfällt. Und ja, es ist passiert. Genau so wollte ich es eigentlich nicht haben. Und genau jetzt, wo ich es gesagt habe. Ja, und auch Shigi ist weg. Weshalb auch immer. Habe ich es nicht gerade verstanden, wieso. Ja, Lucas ist auch wieder weg. Ja, also in der Hinsicht, das wird einmal nichts mehr werden. Ich hoffe, der Checkpoint ist fair gesetzt. Wow. Wahnsinn, gerade noch mal gerettet. So. Achso, ich kann ja noch kein Pokémon wechseln. Fällt mir gerade ein. Ich habe erst ein Pokémon gefangen mit meinem Pokémon-Trainer. Gut. Hier ist auch noch was. Sticker. Die wir vielleicht für später brauchen. So. Ja, Shigi. Ja, was das war, weiß man nicht. Hier ist eine leere Map gewesen, eine leere Strecke, ohne Gegner, Wahnsinn. Oh, Wario, auch nicht schlecht. Ja. So, jetzt kommt es, glaube ich, zu einem Kampf.
Ja, Lucas bereitet sich darauf vor und der Pokémon-Trainer genauso. Finde ich gut. Jetzt heißt es gegen Mario kämpfen und ich hoffe, das ist auch jetzt der letzte... die letzte Map oder der letzte Kampf. Und dann müssen wir den Part nämlich schon wieder beenden. Und ja. Ja, da hat sich wohl Wario selbst aus dem ins Ausgeschossen. Finde ich lustig, aber so wie alle guten Freunde sollte man auch ihn wieder vielleicht befreien. Weil Wario ist, glaube ich, der Einzige, der weiß, wo sein Bruder steckt oder sein großer Freund. Aber ja, kann aber auch sein, dass sie ihn nicht befreien, den Wario. Gut, Stage gemeistert. Weißes Pikmin. Pikmin 2. Ninjin Fire Emblem Tetra Zelda Wind Waker. Latias und Latios Pokémon Reihe. Oclock, Super Paper Mario, Comatron, Digilux Fee aus Zelda Twilight Princess und Giga Bowser Melee. Ja, aus Super Smash Bros. Melee. Ein Song. 27 Münzen haben wir gesammelt und hier steht König DDD. Ja. Hier steht leider auch. Ja, er hat keine Münzen mehr. Muss er jetzt seine nehmen. Ja, hier steht auch Ness, Peach, also Peach und Luigi. Und da bricht die... ja, da bricht die Decke zusammen. Da fliegt ein Himmel auf den Kopf. Ja, ja. Na, guck mal einer an, wer das ist. Ja. Peach. So. Das war's von mir wiederum. Der Part ist eh schon wieder lang genug. Denke ich mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, wie ihr mich unterstützen könnt. In der nächsten Folge sehen wir uns in der Höhle wieder bei Super Smash Bros. Brawl. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.